Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, in der letzten Folge hieß es, dass wir eine neue Allianz quasi gründen sollen. Und darum müssen wir uns heute kümmern. Wir müssen mit Orianda sprechen. Mal schauen, wo steht die denn? Die ist wahrscheinlich hier drin. Naja, das dachte ich mir schon. Und zwar gerade... Freundin von Valsirin, ich habe einen Vorschlag für euch. Das ist toll. Ich muss aber mit Orianda sprechen. Es tut gut, euch lebendig und wohlauf zu sehen. Die Kunde von euren wagemutigen Taten im Kristallturm verbreitet sich schon. Es ist dennoch kaum zu glauben, ehrlich gesagt. Natürlich gibt es noch viel zu tun. Meine Liste ist bereits so lang wie mein Arm. Valsirin möchte, dass ihr einen Rat aus einflussreichen Bürgern Summer's End zusammenruft. Das klingt gar nicht gut. Gibt es eine weitere Krise, von der ich bislang noch nicht unterrichtet wurde? Die Schutzzauber des Kristallturms sind geschwächt. Wir müssen die Sapiachen davon überzeugen, uns Verbündete zusammenzutrommeln. Ich würde mich fast lieber um eine neuerliche Krise kümmern, als darum, die Sapiachen zu überzeugen. Aber wir machen das trotzdem. Ich werde sogar die stellvertretende Königin einladen. Ihr Palast sollte einen passenden Ort für dieses Treffen abgeben. Neutraler Boden und so weiter. Wo kann ich Sotasil finden? Weil sie rennen möchte, dass er sich dem Rat ebenfalls anschließt. Sotasil ist in seinem Arbeitszimmer und bereitet sich auf seine Abreise vor. Er scheint nie irgendwo lange zu bleiben. Ich schlage vor, ihr sputet euch, wenn ihr ihn noch erwischen wollt. Ich treffe euch dann vor dem Palast der stellvertretenden Königin in Alinor. Kommt dorthin, nachdem ihr mit Sotasil gesprochen habt. Machen wir. Und um dich kümmern wir uns später da hinten. So, wieso? Was ist denn das hier für eine Aufgabe? Uliseta, was habt ihr euch nur gedacht? An den erinnere ich mich gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich das mit meiner Main überhaupt schon mal gemacht habe. Ja, da müssen wir dann auch nochmal nachgucken. Allerdings erst später. Ich muss das auf jeden Fall im Kopf behalten. Weil das war da jetzt eine Nebenaufgabe. Dieses Ergebnis hielt ich für wahrscheinlich. Weil ich so aufdringlich bin? Die Zeit für meine Abreise ist gekommen. Auf Arteum verspürte ich immer ein Gefühl des Friedens, aber auch des Unbehagens. Ein beständiges Dilemma in mir, was sich nur verschlimmert zu haben scheint. Ich bin froh, wenn ich wieder in der Stadt der Uhrwerke bin. Dort gibt es viel zu tun. Schwer beschäftigt? Während ihr euch nocturnal entgegengestellt habt, habe ich gewissermaßen im Windschatten eurer Bemühungen gewirkt. Es wurden Verhandlungen mit sowohl Clavicus Vile als auch Mephala geführt. Und man ist zu einem Kompromiss gelangt. Die beiden haben eingewilligt, ihre direkten Einmischungen zu beenden. Heißt das also, dass sie uns keinen Ärger mehr machen werden? Da ich das Wesen der Daedra kenne, bezweifle ich, dass dies der Fall sein wird. Allerdings sollte nun jede direkte Einmischung auf Nirn ein Ende finden. Natürlich nur, solange die Bedingungen der Abmachung eingehalten werden. Was Nocturnal anbelangt, so ist sie anscheinend in die Schatten zurückgekehrt. Meint ihr, Nocturnal wird wieder zuschlagen? Vielleicht. In Anbetracht einer solchen Niederlage wird sie ihren nächsten Zug wahrscheinlich länger überdenken. Es könnte Jahrhunderte dauern, bis sie wieder einen Versuch unternimmt. Es könnte aber auch schon in ein paar Tagen soweit sein. So ist die chaotische Natur der dädrischen Fürsten eben. Weil sie rennen möchte, dass ihr euch einen Rat anschließt, den sie einberuft, ehe ihr aufbrecht. Das muss ich ablehnen. Weil sie rennen mag mich als einen Verbündeten sehen, aber für Summer's End bin ich nur ein Fremder, der sich einmischt. Man betrachtet mich als Feind. Mein Eingreifen wäre nicht willkommen. Meine Gegenwart hier ist nicht länger vonnöten. Und deshalb muss ich abreisen.
Danke für alle eure Hilfe. Und so drehen sich die Zahnräder weiter. Stets im Wandel und doch immer gleich. Und anscheinend stets solche Ablenkungen von meinem Werk gefallen mir nicht. Und doch spreche ich nicht ungern wieder mit euch. Lebt wohl. Das war dann wohl im Auge von Sotasil ein Kompliment. Warum haut der nicht ab? Ach jetzt. Ich wollte gerade sagen, wieso kommt er denn nicht da durch? Gut. Dann mache ich mich jetzt mal auf zum Palast nach Alinor war es, glaube ich. Oder Schimmerheim. Ich weiß gerade nicht wo. Ich glaube Schimmerheim war es. Und dann sehen wir uns gleich dort wieder. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Es war natürlich in Alinor. Steht ja oben rechts auch drauf. Warum sollte man das lesen, wenn man es auch nicht lesen kann? Und einfach ignorieren kann. So, dann machen wir uns mal hier auf. Zu diesem riesigen Palast. So ein cooles Haus hätte ich auch gerne. So riesengroß. Ich bin schneller. Ja. Ist das wirklich ein Mitglied des Wie kann Rico seinen Frieden aushandeln, wenn die blöden Hochelfen nicht mit ihm reden wollen? Wenn sie aus ihrem Versteck kommen. Reden wir jetzt von mir oder reden wir jetzt von ihr? Nee, von Oriandra. Okay, ich wollte gerade sagen. Endlich seid ihr da. Wir konnten alle zusammenholen, aber das Treffen hat schon begonnen. Valsirin wollte, dass man wartet, doch die Sapiarchen wollten umgehend erfahren, was hier vor sich geht. Wie läuft das Treffen bisher? Soll ich ehrlich sein? Nicht gut. Selbst die stellvertretende Königin zögert noch, unsere Bitte anzunehmen. Wie üblich machen sich alle derart Sorgen um die Einhaltung der richtigen hochelfischen Bräuche, dass sie sich weigern, vernünftig zu sein. Ich bin mir nur nicht sicher, wie wir hier gewinnen sollen. Ich gehe rein und schaue nach, ob ich helfen kann. Ach, hier rechts. Ihr könnt solche Forderungen nicht stellen. Die Sapiarchen sind die Hüter des Kristallturms. Hier geht es um mehr als um das Kolleg der Sapiarchen, Lanatil. Wenn Ra's unterbrechen dürfte, vielleicht sollten wir uns unsere neu eingetroffene Freundin anhören. Wir stimmen Rasum dazu. Hören wir, was diese Abenteurerin zu sagen hat. Schaut mich doch nicht alle so an. Okay, da muss ich erstmal auf die Seite rüber. Die Sapiarchen erkennen euren Mut im Namen Lilandrils und des Kristallturms an. Aber es gibt nichts, was ihr sagen könntet, um unsere Entscheidung diesbezüglich zu ändern. Ohne die Schutzzauber, die die Leute draußen halten, braucht man einen neuen Weg, um den Turm zu schützen. Behauptet zumindest Valsirin. Wenn das wahr ist, wird das Kolleg neue Maßnahmen ausloten, um den Turm zu beschützen. Das liegt deutlich innerhalb des Rahmens unserer Möglichkeiten. Die Psychiker sind verantwortlich für all das, was geschehen ist. Warum sollte ich ihnen jetzt vertrauen? Der Ritenmeister war nicht Herr seiner Sinne. Und das soll mich überzeugen? Dass das Oberhaupt der Psychiker selbst sich auf eine solche Weise zur Bedrohung entwickelte? Wir Sapiarchen haben den Turm jahrhundertelang ohne einen Vorfall beschützt. Warum sollte ich den Psychikern jetzt vertrauen? Ohne das Eingreifen des Psychik-Ordens wäre der Kristallturm nocturnal in die Hände gefallen. Wie dem auch sei, die Sapiarchen werden das tun, was sie schon immer getan haben. Wir werden den Kristallturm beschützen. Eine solche Verantwortung jemand anderem zu übertragen, ist ein viel zu großes Risiko, als dass wir es eingehen könnten. Die Sapiarchen könnten den Turm nicht alleine beschützen. Das ist eure Meinung. Ihr seid ein Neuankömmling. Welchen Grund gibt es zu glauben, dass eure Absichten im besten Interesse Sommersends sind? Nach allem, was ich weiß, wollen die Psychiker und ihr den Turm doch nur zu euren eigenen Zwecken einsetzen. Ich denke, ihr begeht einen Fehler. Unsere Freundin hat ihr Können immer wieder bewiesen. Ra's denkt, dass ihr von diesen Taten hören solltet. Oriandra, lasst jetzt unsere Gäste rein, ja? Was genau habt ihr vor, Rasumda? Ich bürge für diese Abenteurerin. Während ich blind vor Hass und Vorurteilen war, retteten ihre Taten Schimmerheim. Sapiarchen, ihr kennt mich.
Mein Sohn lehnte den Erlass der Königin ab und hatte die Konsequenzen zu tragen. Dieser Neuankömmling hat Rellentil gerettet. Schließlich muss auch Ra's einstimmen. Niemand hat unserer Königin und Insel mehr gedient als diese Abenteurerin. Nicht einmal Ra's. Wir haben genug gehört. Wir akzeptieren, dass die Abenteurerin vertrauenswürdig ist. Sapiyarch Lanatil, hört euch an, was sie zu sagen hat. Ich entschuldige mich für meine Unterstellungen. Es steht fest, dass ihr sehr viel Gutes für Summer's End und sein Volk getan habt. Der Schutz des Kristallturms ist schon seit Anbeginn der Zeit Pflicht des Sapiarchen. Das jetzt zu ändern wirkt, als hätten wir versagt. Wir müssen sicher gehen, dass der Turm von jetzt an geschützt ist, damit wir nicht wieder scheitern. Ich kann die Wahrheit eurer Worte nicht verleugnen. Wohlan denn. Von jetzt an werden die Sapiarchen Hilfe von außen annehmen, um den Kristallturm bestmöglich zu beschützen. Ich beginne sofort mit den Vorbereitungen. Aber ich weigere mich immer noch zu erlauben, dass der Psychic-Orden uns hilft. Solange ihr einen Plan habt, wie der Turm geschützt bleibt? Ich verspreche, dass wir mit der stellvertretenden Königin zusammenarbeiten, um zu gewährleisten, dass der Kristallturm sicher bleibt. Ich werde sofort mit den Vorbereitungen beginnen. Wir werden sogar der göttlichen Strafbehörde und der Magiergilde erlauben, an unserem Vorhaben mitzuwirken. Das klingt nach einer guten Idee. Ra's ist sich sicher, dass es noch viele weitere Einzelheiten auszuarbeiten gilt. Aber vorerst will dieser etwas Ordentliches zu trinken. Wartet bitte kurz, meine Freundin. Ich möchte unter vier Augen sprechen. Danke, dass ihr mir helft, diese letzte Schlacht zu gewinnen. Auch wenn der Psychic-Orden nicht zu denen gehört, die den Turm schützen, werden wir doch aus der Ferne zuschauen. Und jetzt ist es Zeit, dass wir Summer's End verlassen. Ihr geht? Ist das klug? Wir wollten eigentlich nie so direkt in die Ereignisse eingreifen. Wir sind Zuschauer, Beobachter. Wir gehen zur Hand und lenken das Schicksal, aber wir haben es nie direkt geformt. Außerdem muss ich nach Arteum zurückkehren und das Amt der Ritenmeisterin antreten. Zumindest für eine Weile. Das Konklave hat euch zur Ritenmeisterin gemacht? Vorübergehend, bis wir diese Krise überstanden haben und eine Entscheidung für die Zukunft treffen können. In der Zwischenzeit möchte ich für das, was der Ritenmeister und Layton getan haben, Wiedergutmachung leisten. Das schulde ich Summer's End. Das war's dann? Ihr seid auf Arteum eingestimmt und habt jetzt eine Verbindung zum Psychic-Orden. Das Portal wird sich immer für euch öffnen. Und ihr seid stets auf unserer verborgenen Insel willkommen. Danke. Ja, dann sprechen wir mal mit Ra's. Da hinten. Rasumda, nehmt euren pelzigen Hintern von unserem Thron. Nach allem, was Ra's für Königin und Land getan hat, kriegt er nicht mal dieses bisschen Bequemlichkeit? Warum Vetterin Ayren euch duldet, werde ich nie verstehen. Ra's, meinst du nicht, das ist ein bisschen übertrieben? Ra's könnte sich an so einen Platz gewöhnen. Also natürlich nur metaphorisch. Diesem wäre ein Thron mit mehr Polsterung sehr viel lieber. Aber genug von solchem Gerede. Heute feiern wir euren Sieg. Vom Neuankömmling zur Retterin Summer's End. Eine ganz schöne Leistung, ja? Ihr habt all diese Leute hierher gebracht? Ra's dachte an viele unterschiedliche Pläne, als er von diesem Treffen hörte. Er freut sich, dass schon der erste so gut klappte. Seine anderen Pläne waren... Nun, solch unangenehme Einzelheiten lassen wir lieber außen vor. Dieser hat nie daran gezweifelt, dass ihr es schaffen könnt, 5 Krale. Vielen Dank, Ra's. Eigentlich hat Ra's schon ein paar Mal an euch gezweifelt. Oder viele Male, aber er entschuldigt sich dafür. Schließlich habt ihr euch selbst als äußerst fähig erwiesen. Und natürlich wäre keine Heldentat komplett ohne eine Belohnung. Ihr erwähntet eine Belohnung? Das hat Ra's in der Tat. Im Namen von Königin Ayren selbst ist dies für euch.
Ironischerweise wurde Sommersend von einem eben jener Neuankömmlinge gerettet, denen man hier so sehr misstraut. Das ist eine gute Lektion für die Hochelfen, oder? Vielleicht merken sie jetzt, dass Veränderungen doch gar nicht so schlimm sind. Stimmt, diesen Teil habe ich gar nicht mehr so im Kopf gehabt. Da fing es ja mit an, dass die ja alle eingesperrt wurden und so weiter. Wir haben einen lilanen Ring vom Set Weisheit von Vanus erhalten. Und wir haben den so begehrten, vorbildlichen, schützenden Ring erhalten. Also wenn ihr noch irgendwie Ringe analysieren müsst, müsst ihr euch keinen schützenden Ring kaufen, sofern ihr natürlich Zugriff auf Summer's End habt, sondern in Anführungszeichen einfach nur die Hauptquest durchspielen und dann bekommt ihr einen kostenlos, den ihr dann entsprechend erlernen könnt. Genießt es, meine Freundin. Ra's hat das ganz sicher vor. Unser Thron, Rasumda. Wir hätten ihn gern zurück. Ihr seid so angespannt, Eure Majestät. Das muss am unbequemen Thron liegen. Vielleicht kann Ra's euch ein höchst weiches Kissen empfehlen. So ein Kissen ist viel zu klumpig für unseren Geschmack, Katze. Und er bleibt einfach drauf sitzen. Ja, damit wären wir dann auch am Ende angelangt von der Hauptstory von Summer's End/Atheum. Allerdings würde ich sagen, bevor wir jetzt aus diesem Gebiet abreisen, dass wir zumindest noch den Anfang von der Zitschik-Gilde machen, damit ihr nämlich wisst, wie ihr die Zitschik-Gilde als Rang sozusagen, als Gildenrang unter den Fähigkeiten erwerben könnt und wie ihr das Ganze leveln könnt, werde ich dann die Quest mit euch machen. Ich glaube, zwei Quests sind das insgesamt. Eine Einführungsquest sozusagen und die erste Quest, wo ich euch dann auf jeden Fall mal zeigen kann, was ihr da so machen müsst. Ich weiß nicht, ob ich die ganze Strecke durchmache, weil es wiederholt sich immer wieder. Und ich meine auch, dass nicht viel Story drin ist, aber wir müssen mal gucken, wie ich das genau mache. Eventuell machen wir das auch zu einem späteren Zeitpunkt wieder, nur dass ihr dann Bescheid wisst, wie ihr diese Questreihe im Endeffekt beginnen könnt, beziehungsweise wie ihr das Ganze dann leveln könnt und freischalten könnt. Dann bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge auf Atheum wieder. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.